So. Auf in die nächste Runde. Aber vorher gehe ich mir mal kurz Leben holen. So kann ich ja nicht in den Kampf starten. So. Hier hoch, ne? Da ist das Fass. Ein bisschen trinken jetzt. Ey, die haben mich echt viel gekostet, diese Affen, ne? Ich weiß nicht, wieso ich bei Affen immer so versage. Wahrscheinlich, weil es zu viele sind. Ich werde mal nochmal mit denen reden, wegen der Quest. Du bist doch ein starker Voodoo-Schamane, oder? Ja, das bin ich. Nur Chani ist noch mächtiger als ich. Chani? Ja. Sie ist unsere oberste Kiki. Aber sie ist nicht hier. Sie ist aufgebrochen, um das Orakel zu besänftigen. Alles klar. Wann kommt sie zurück? Chani ist in das verbotene Land gegangen. Das ist viele Monde her. Nur die Hike wissen, ob sie dort etwas findet, das uns helfen kann. Okay. Was ist das Problem mit den Piraten am Strand? Ha. Man kann ihnen nicht trauen. Sie wollen, was uns gehört. Nur darum sind sie hierher gekommen. Und wenn sie es haben, ist es verdorben. Wir werden sie unseren Ahnen opfern. Geist wurde Mach jetzt auch doch. der Schatten verbannt. Dann bist du ein Verlorener. Den Toten näher als den Lebenden. So tot bin ich nun auch wieder nicht. Es ist nur eine Frage der Zeit. Aber ich Oh weiß Mann, nicht, was ey. ich dagegen tun kann. Ich kann deine Wunden heilen und viele andere Zauber wirken. Doch wandelt dein Geist schon im Schattenreich, brauchst du einen mächtigeren Zauberer als mich. Nutze deine verbliebene Zeit für das Gute, Gucho. Naja, mach ich doch immer schon. Mein Waffengefährte Bones sagt, du könntest mir Linderung verschaffen. Bones? Ist er ein Tonka? Nein, aber er hatte auch schon Probleme mit seinem Geist. Doch ein Schamane konnte ihm helfen. Dann hat er das Herz eines schwarzen Mannes vertilgt. Was? Das ist ja widerlich. Natürlich isst man es nicht roh, Gucho. Schwarze Herzen besitzen ungeheure Lebenskraft, wenn sie gereinigt sind. Ein gereinigtes schwarzes Herz kann dir dein Blut dauerhaft mehren, wenn du es isst. Das macht dich deutlich widerstandsfähiger. Ja, nice. Okay. Wie reinige ich ein rohes schwarzes Herz? Du brauchst das Herz und ein Totem der Unschuld. Damit kommst du zu mir und ich weihe das rohe Herz den Hike. Dann ist das schwarze Herz rein und du kannst es essen. Geil. Wie bekomme ich ein Totem der Unschuld? Suche dir erst einmal eine Jungfrau und dann. Schneide ich ihr das Herz raus. Barbar. Natürlich nicht. Das war klar, Alter. Ich sehe schon. Wir müssen bei dir einen unüblichen Weg wählen, Gucho. Am besten, du verwendest die Knochen eines unschuldigen Äffchens für die Reinigung des schwarzen Herzens. Das sollte den gleichen Effekt erzielen wie unsere herkömmliche Methode. Ja, gut. Was weiß ein Schamane schon von den Gefahren der Meere? Ich weiß, dass die Geister der Gutschus über die Wasser wüten. Ihre bösen Schiffe bringen den Tod über unser Land. Tja, damit hast du leider recht. Ja, das stimmt. Der Dschungel spielt verrückt, sagst du? In den letzten Tagen hatten wir schon viele Verluste zu beklagen. Die Spinnen von Kila verlassen immer öfter ihre Höhlen und töten die Tufas meines Volkes.
Daher gehen wir nur noch selten auf die Jagd. Okay. Erzähl mir mehr über euer Orakel. Die Margolotte war die allererste auf dieser Welt und trägt das Wissen von Jahrtausenden in sich. Sie hat die Zeiten überdauert und verfolgt unser Schicksal schon seit unserem Erscheinen auf dieser Erde. Das verbotene Land ist ihre Heimat. Wehe dem, der Margolotte herausfordert, also sei gewarnt. Sie ist weise, jedoch unerbittlich, wenn Fremde ihre Ruhe stören. Wo bekomme ich die Knochen eines unschuldigen Äffchens? Äffchen sind frech, mutig und stellen im Laufe ihres Lebens eine Menge dummes Zeug an. Du musst schon sehr junge Äffchen erwischen, die noch sehr unverdorben sind, damit ihre Knochen etwas taugen. Rund um unser Dorf sind im letzten Monat viele Äffchen geboren worden. Entweder du jagst sie, oder du gehst zu einem unserer Händler. Irgendjemand wird dir sicher Knochen dieser Art verkaufen können. Naja, ich jag sie selber. Kannst du mich die Voodoo-Magie lehren? Ich soll dich in den Lehren unserer Ahnen unterweisen? Genau. Ha! Niemals werde ich einen Fremden in unsere Geheimnisse einweihen. Außerdem, die Ahnen sind erzürnt. Sie haben schon seit vielen Tagen nicht mehr zu uns gesprochen. Ich könnte gar keinen neuen Lehrling unterweisen, bevor sie mich nicht wieder erhören. Okay. Womit habt ihr sie verärgert? Uns trifft keine Schuld. Das ist das Werk der bösen Mächte, die nach uns greifen. Die Visionen von Kiki Tenya müssen wieder rein von Tod und Verderben sein. Tenya bemüht sich schon sehr lange um die Gunst der Hike. Wir Kila müssen geduldig den Tag erwarten, bis Tenya wieder... Kann man das nicht beschleunigen? Bis dahin könnte sonst was mit den Kila passieren. Ohne die Hilfe der Hike ist unser Schicksal verwirkt, Kucho. Da helfen auch deine hastigen Worte nicht. Ich mach das. Ich bringe deine Ahnen wieder zum Sprechen. Du hast Mut. Und du hast die Hartnäckigkeit eines Panthers. Doch ob das allein reicht, dass die Hike dich erhören? Ha! Das ist höchst unwahrscheinlich, wenn sie schon nicht mit uns Kila sprechen. Und wenn ich es doch schaffe? Unmöglich. Aber... Nun, sollten sie zu dir sprechen, werde ich dich in der Voodoo-Magie unterweisen. Easy. Das hört sich gut an. Aber Vorsicht, Gucho. Dann bist du einer von uns, ein Kila. Ich werde dich in unseren Stamm aufnehmen und dir unsere Geheimnisse anvertrauen. Doch das heißt auch, dass du unser Volk beschützen musst. Und du keiner anderen Gemeinschaft mehr angehören darfst. Was? Okay. Und was ist, wenn ich gar nicht zu eurem Stamm gehören will? Mit der Lehre der Voodoo-Magie übernimmst du auch die Pflichten eines unserer Stammesmitglieder. Aber das kannst du später noch entscheiden, wenn es soweit ist. Gehe nun zu Tenya und hilf ihr, das Zepter der Ahnen zu vollenden. Denn nur mit diesem Zepter werden wir es schaffen, dass die Hike uns wieder erhören. Komm zu mir, wenn Tenya ihr Werk vollendet hat. Dann und nur dann reden wir weiter über die Voodoo-Magie, Gucho. Ah, okay. Das war jetzt zwar nicht mein Plan, den ganzen Tag heute zu reden, aber das muss wohl. Kannst du mir etwas beibringen? Frag Hoshi, dann werden wir sehen. Ja, hab ich doch. Ich bin noch nicht gut genug. Ach, fuck. Na, warte mal. Warte, kriegen wir doch. Ah! Mann, ey, da brauche ich echt nicht mehr viel, ne?
Geht so an Rom, aber. Was stimmt nicht mit deinem Dorf? Die Kieler sind in Aufruhr. Das Böse kommt zu uns und wir sind wehrlos. Wenn die Ahnen erzürnt sind und nicht mehr zu uns sprechen, haben wir die Quelle unserer Macht verloren. Es ist meine Aufgabe, die Hike wieder zu besänftigen. Und was musst du dabei genau tun? Ich soll das Zeichen der Ahnen erneuern. Doch es ist eine schwere Aufgabe für mich allein. Ja, ist mir eigentlich egal. Ich will dir ehrlich gesagt jetzt auch erstmal gar nicht helfen. Weil wenn ich denn nur der Voodoo-Magie angehören kann, ist es ja behindert. Das wollte ich ja nicht. Ich will ja eigentlich gar keine Magie angehören. Ich will ja mehr so Schwertkampf, Schrotflinten, Gedöns machen. Oha. Okay. Ja, das wird schon. Den besiegen wir auch. Wir haben schon deinen großen Kollegen besiegt. Oh, ja. Boah, ey, warum haut der mehr rein als sein Kollege, Alter? Der aber ein Silberrücken war, ey. Oh, Alter. Fast den Abgrund runter, ey. Okay. Und hopp. Und Spanish. Okay, easy. Das war gar nicht mal so schwer. Habe ich jetzt eigentlich so ein scheiß Affenfell gekriegt? Ah Mann, Alter, ich habe immer noch vergessen, die Scheiße hier reinzunehmen, ne? Ohrringe, ja, das Ringe, den Kristallring, neue Schuhe, ne, oh, ups. Flinte, habe ich keine Kugeln, ne? Ja, dachte ich mir. Kann hier rein irgendwie? So, voll geheim, tourmäßig. Leute, ich glaube, der ist aggro auf mich, der will jetzt zu mir, oder? Keine Ahnung, der ist verschwunden. So. Oh, Alter. Das war wieder so richtig close, ey. So. Ich will keine Voodoo-Magie machen, irgendwie. Ich weiß nicht. Ich meine, ist das denn auch nur beschränkt auf die Insel? Ich meine, ich habe ja noch andere. Und am. Das ist einfach irgendwie doof für mich. Bambule, Gucho. Verschwinde. Ich weiß nicht, kann ich vielleicht auch erst die die Magie von denen lernen und die dann alle umbringen? Also, ich weiß nicht. Wenn ich denn noch die Magie von den anderen lernen kann und mich entscheiden kann, welche geiler ist. Du bist ein Bastard, verpiss dich. Ich kann nicht leiden, Mann. Und den da schaffe ich schon ganz alleine, ich bin schon groß. Oh, Leute. Hui! Alter, hier gibt's echt viele Gorilla, Alter. Oh. Oha. Oha. Oh. Jetzt hör mal auf, Mensch. Jetzt, ich will auch mal zuschlagen.
Okay. Oh, lol, lol, nein, nicht gut. Nicht gut. Ich kann auch Schläge parieren. Oh, kurz kratzen. Oh. So. Besser. So, weitergehen. Oh, so. Ich mach den, kein Ding. Ich finde es gut, dass man mit den Rechtsdings, dann, wenn man den schon gedrückt hat, ohne dass man sich wegholt, kann man trotzdem seine Schläge parieren. Also nicht alle, aber einige. Kann ich parieren damit? Einige. Das funktioniert auch nicht immer. So, okay. Oh, was ist denn los heute? So, ein bisschen was gegessen, ne? Muss ja auch mal sein. Kommt auch hier. So, zack. Zack. Ja, hab ich beide getroffen. Sehr gut. Oh, oh. Oh, das läuft doch jetzt schon langsam. Langsam habe ich, glaube ich, den Dreh so ein bisschen raus. Oh, ey. Fast, also fast. Ich meine fast, ja, ich meine fast, ja. Ich habe fast gesagt. Oh, oh. Immer diese Kombos von dem mit den Anspringen, ey. Ah, Mann. Okay, komm her und gib ihn. Okay. Kann ich die Knochen jetzt von den? Nee, okay, kann ich nicht. Lol, war ich nicht bei dir schon? War ich hier schon? Hat die da einen Schrumpfkopf? Ein Schrumpfkopf. Alles klar, mit der reden wir aber dann erst in der nächsten Folge.